Goodbye Deutschland-Star Jürgen Albers im Gefängnis. Vor 10 Jahren hatte Jürgen Albers noch große Träume. Auf Mallorca wollte er diese leben. Mit der Diskothek Das Karussell in Calamelor wollte er erfolgreich sein, wanderte dafür mit seiner Familie auf die Insel aus. Heute ist sein Traum geplatzt, seine Ehe zerbrochen, ihm drohen 14 Jahre Haft. Der Vorwurf: Drogendelikte im großen Stil. Seit November 2021 sitzt Albers in Untersuchungshaft, jetzt wird ihm der Prozess gemacht. Der Vorwurf wiegt schwer, Albers soll 1,4 Tonnen Kokain in Luxusautos durch halb Europa geschmuggelt haben. So berichtet T-Online. Drogenschmuggel in 65 Fällen, so die Anklage der Staatsanwaltschaft. Der Goodbye Deutschland-Star beteuert seine Unschuld, sei aber bereit, mit dem Gericht zu kooperieren. Aufgrund seiner angeschlagenen Gesundheit, Albers leidet an Diabetes, sitzt im Rollstuhl, können die Verhandlungstage nur verkürzt stattfinden. Bis zu 14 Jahre Haft drohen dem gefallenen TV-Star. Am Montag, 24. April 2023, geht das Verfahren weiter. Überglücklich lehnt Journalistin Mara Bergmann, 40, Amir gegen eine überdimensionale Disco-Kugel. Formt mit ihren Händen, die auf ihrem wachsenden Babybauch liegen, ein Herz. Zu dem Instagram-Schnappschuss, mit dem sie ihre Schwangerschaft bekannt gibt, schreibt die TV-Moderatorin: Meine Osterferien dauern dieses Jahr etwas länger als sonst, und das hat auch einen guten Grund. Hab euch dazu noch diese Bilder aus Kapstadt mitgebracht. Anführungszeichen. Schnell sammeln sich etliche Glückwünsche bekannter Kolleginnen in der Kommentarspalte. Etwa von den RTL-Gesichtern Annette Möller, 44, Angela Fingererben, 43, und Eva Imhof, 44. Auch die einstige Viva-Moderatorin Alexandra Bechtel, 50, mittlerweile als Society-Expertin für Punkt 6 und Punkt 12 tätig, freut sich mit ihrer Kollegin und grauliert überschwänglich. Von 2009 bis 2015 war NTV-Moderatorin Mara Bergmann mit Ingo Nomsen, 52, der 20 Jahre lang die ZDF-Morgensendung Volle Kanne moderierte, zusammen. Seit 2020 ist sie mit Alexander Hoffmann liiert, und bald zu dritt. René und Nicole haben in unterschiedlichen Staffeln von Hochzeit auf den ersten Blick teilgenommen. Erst nachdem ihre TV-Ehen gescheitert sind, haben sie zueinander gefunden, seit Sommer 2021 sind sie liiert. Im Dezember 2022 haben sie ihre gemeinsame Tochter Lucia auf der Welt willkommen geheißen. Nun offenbart Nicole, dass sie den Traum einer Familie beinahe aufgegeben hätte, weil es hieß, dass ihre Chance auf eine Schwangerschaft sehr gering sei, wenn man von mehreren Ärzten die Bestätigung bekommt, dass eine natürliche Empfängnis bei unter 5% liegt. Kann sich jeder ausmalen, was für eine zauberhafte Überraschung du für mich uns warst. Ich hab geweint vor lauter Glück, dass mein größter Wunsch erfüllt wurde, sick, schreibt sie zu einem Foto von sich und ihrer Kleinen. Zudem könne sie sich noch genau an das Glitzern in Renés Augen erinnern, als er das erste Ultraschallbild seiner Tochter gesehen hat. Durch Hochzeit auf den ersten Blick habe ich auf den zweiten Blick meinen Seelenverwandten gefunden. Punkt und durch dich weiß ich, was Liebe auf den ersten Blick ist, sick, lauten weitere emotionale Worte von Nicole. Chris Anticavazzi, 34, kämpft seit Februar bei Let's Dance um den Titel. Gemeinsam mit Profitänzer Vadim Garbuzov, 35, legt sie jeden Freitagabend eine flotte Sohle aufs Parkett. Bei gute Zeiten, schlechte Zeiten ist die Laura-Darstellerin also momentan nicht zu sehen. Vor wenigen Tagen wurde die letzte Folge ausgestrahlt, in der sie mitspielt. Die Serie wird mit einem Vorlauf von etwa 6 Wochen gedreht. Doch wann kehrt Chris Anti alias Laura an den Kollekiez zurück? Nach Beendigung der Tanzshow wolle die Schauspielerin mit ihrem Ehemann Tom Beck, 45, und dem gemeinsamen Sohn, 3, erst einmal Urlaub in Griechenland machen.
verriet sie vor kurzem gegenüber RTL. Bis die 34-Jährige wieder vor die Kamera der Serie tritt, könnte es also noch eine Weile dauern. Eigentlich bewertet Joachim Lambi, 58, derzeit weder als Juror bei Let's Dance die Tanzeinlagen der prominenten KandidatInnen, die sich der großen Bühne und damit den Augen der Öffentlichkeit stellen. Jetzt hat sich der Juror allerdings in eine für ihn ungewohnte Situation begeben. Als er in der Sendung Die Unschlagbaren, Wer besiegt die Stars, auftrat. Bei einer Challenge sollte der Tänzer in Österreich den Gipfel des Donnerkogels erklimmen und oben angekommen auf einer Seitelpfeife spielen. Für diese Aufgabe hätte er dann aber mit einer Leiter eine Schlucht überqueren müssen und da sei für den 58-Jährigen der Punkt erreicht gewesen sein, die Challenge abzubrechen. Der Grund? Die Höhe. Auf dem rund 2054 Meter hohen Berg ist der Blick in den Abgrund entsprechend weit und das sei eindeutig zu viel für ihn gewesen. In der Sendung sagte er dazu, mein Inneres hat zu mir gesagt, nee, mach es nicht. Es ging nicht. Der Kopf hat gesagt, du gehst da nicht drauf. Gewonnen hat dann letztlich sein Gegner Timo und diesem gratulierte er auch zu seinem Erfolg. Damit zeigte sich der Juror trotzdem von seiner gewohnt sportlichen Seite. Die Fernsehnews der vergangenen Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen: Instagram.com, Pro7, RTL, T-Online.de.